Herr Dr. Ehler, wir sind hier im Kemptener Hofgarten, sozusagen im Schatten der Basilika St. Lorenz, an der Sie 10 Jahre gewirkt haben. Fällt Ihnen der Abschied aus dem Allgäu schwer? Ich gehe mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge. Traurig bin ich, dass ich diese herrliche Gegend, die wunderschöne Basilika, viele liebe Leute zurücklassen muss. Und voll Freude bin ich im Blick darauf, dass ich jetzt in Augsburg einfach Seelsorger sein darf und Zeit habe für mich selber. Ja, darauf kommen wir später noch zu sprechen im Interview. Zunächst mal, wenn Sie jetzt so zurückblicken auf die Zeit hier, was waren da so die schönen oder besonderen Momente und worauf sind Sie vielleicht auch ein bisschen stolz? Da würde die Sendezeit nicht reichen, um alles aufzuzählen, was schön war. Aber besonders hervorheben möchte ich die festlichen Gottesdienste in einer bis zum letzten Platz gefüllten Basilika mit herrlicher Kirchenmusik. Da denke ich ganz besonders an ökumenische Begegnungen, die auch Öffentlichkeitswirksamkeit entfaltet haben. Und ich denke ganz im Verborgenen an viele seelsorgliche Begegnungen mit Menschen, besonders auch bei der Spendung des Bußsakraments oder der Krankensalbung, wo spürbar war, dass Gott selber da ist und wirkt und Menschen zum Leben hilft. Als Sie 2012 hier anfingen, war die Lage angespannt. Die Pfarrei Christi Himmelfahrt wurde mit St. Lorenz zusammengelegt und dann war die Rede davon, dass die Kirche Christi Himmelfahrt abgerissen werden soll. Also viel Aufregung. Wie sind Sie mit der Situation damals umgegangen? Ich habe den Eindruck, die Aufregung hat sich schnell gelegt, als die Leute gemerkt haben, ich höre ihnen zu, ich nehme sie ernst, wir suchen gemeinsam einen Weg. Und von daher war sehr schnell eine vertrauensvolle Atmosphäre der Zusammenarbeit da. Und es ist gelungen, ein neues Konzept für diesen großen Kirchenraum Christi Himmelfahrt zu schaffen, ein kirchlich-soziales Zentrum zu entwickeln. Da ist ja jetzt auch eine Jugendkirche mit drin. Was ist da noch alles gewachsen in der Zeit? Es ist gelungen, die ursprüngliche Idee zu verwirklichen, Kirche in der Welt von heute zu sein. Und deswegen haben wir einen Gottesdienstraum, in dem Leute aus der Umgebung zur Vorabendmesse kommen, in dem ausländische Gemeinden regelmäßig beisammen sind. Wir haben den Kindergarten ganz stark erweitert. Wir haben die Jugendkirche drin, die Angebote macht für Jugendliche aus Kempten und der Umgebung. Und wir haben Angebote vom Dominikus Ringeisenwerk drin, Angebote für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen. Sie haben sich auch sehr für die Ökumene engagiert in diesen 10 Jahren hier in Kempten. Warum war Ihnen das so wichtig? Das ist nicht mein Privathobby, das ist der Auftrag Jesu, der am Abend vor seinem Leiden darum gebetet hat, dass alle eins sein mögen, die an ihn glauben. Und deswegen freut es mich sehr, dass in der Ökumene wirklich freundschaftliche Beziehungen entstanden sind, dass es möglich war, viele gemeinsame Aktionen zu machen. Ich nenne nur zwei. Am bedeutendsten war sicher eine Menschenkette, die St. Lorenz und St. Mang verbunden hat im Reformationsgedenkjahr 2017. Ein deutliches Zeichen des Aufeinanderzugehens, des Verbundenseins. Oder jetzt vor wenigen Wochen, Ende Mai, ein ökumenisches Glockenkonzert, bei dem die Innenstadtglocken der verschiedenen Kirchen zusammengeklungen haben. Ja, jetzt geht es für Sie in den Ruhestand. Das wird aber wahrscheinlich nicht so aussehen, dass Sie nur im Gartenstuhl sitzen und Bücher lesen. Denn der Augsburger Bischof hat eine ganz spezielle Aufgabe für Sie. Und die führt Sie auch zurück an Ihren Geburtsort. Ja, ich freue mich auf Augsburg und war überrascht, als unser Bischof Bertram gefragt hat, ob ich bereit wäre, als Spiritual im Priesterseminar tätig zu werden. Ich war vor 30 Jahren schon mal Spiritual in Landershofen, war 10 Jahre lang Regens des Priesterseminars und freue mich darauf, diese Aufgabe zu übernehmen, weil ich gesagt habe, auch im sogenannten Ruhestand möchte ich Seelsorger bleiben, also Menschen im Glauben begleiten. Und dass es jetzt speziell die Gruppe der Priesterkandidaten ist, ist natürlich nochmal eine besondere Herausforderung und Chance. In Zeiten, in denen ja die Kirche wirklich mit großen Problemen zu kämpfen hat, erfordert es sicher Mut und Stärke auch für junge Männer, den Priesterberuf anzustreben. Zumindest ist es für uns Laien so der Eindruck. Empfinden Sie das auch so? Was geben Sie den jungen Menschen, den jungen Männern mit auf ihrem Weg? Die Situation der Kirche ist außerordentlich schwierig und menschlich gesehen ist es ziemlich unvernünftig, in einen Betrieb einzusteigen, der so schwierige Situationen zeigt. Es gibt einen einzigen Grund, diesen Weg zu gehen, nämlich die persönliche Beziehung zu Christus. Persönlich zu erfahren, Christus liebt mich, er hat mich berufen und ich habe eine große Freude daran, diese Liebe den Menschen weiterzuschenken. Aber wie schafft man das im Alltag, wo doch so vieles ist, was einen dann zermürbt? Also was gibt es da für konkrete Tipps? Das ist zum einen, dass ich ein intensives geistliches Leben führe. Ich sage oft, als zölibatär lebender Priester habe ich nicht unbedingt mehr Zeit für die Leute, wie wenn ich verheiratet wäre. Denn die Zeit, die ich für Ehe und Familie bräuchte, die brauche ich zur Pflege der Beziehung zu Gott.
Das ist die Kraftquelle. Und das andere, was ich brauche, ist natürlich, dass ich die Beziehungen aus denen und mit denen ich lebe, gut gestalte. Ich muss dafür sorgen, dass ich gute Freunde habe, dass ich meinen Lebensrhythmus so gestalte, dass ich immer wieder Zeit habe zum Auftanken. Denn nur, was ich selber bekommen habe, kann ich auch weitergeben. Sie waren auch viele Jahre Leiter des Exerzitienhauses Leitershofen und damit auch ganz nah an der Seelsorge dran. Ich kann mich erinnern an einen Vortrag. Damals sagten Sie, Menschen suchen Seelsorge als Lebenshilfe, aber zugleich dann die Problematik, wenn die Menschen nicht mehr zu uns in die Sonntagsgottesdienste kommen, dann müssen wir zu ihnen. Wie kann das heutzutage gelingen? Ich habe zum einen erlebt, dass gerade nach Corona Menschen gekommen sind, in existenziellen Problemen, die das Gespräch gesucht haben. Und das war eine sehr wichtige Erfahrung, wo man oft sehr tief kommen konnte. Und das andere ist die Tatsache, dass wir einfach der Aufforderung von Papst Franziskus folgen müssen und an die Ränder gehen, dorthin, wo die Menschen leben, wo sie sind. Also in Konzertpausen zum Beispiel habe ich schon ganz intensive Gespräche geführt oder bei irgendwelchen Empfängen. Aber auch zum Beispiel hier vor dem Tafelladen, da versammeln sich Menschen, die warten darauf, dass sie Lebensmittel bekommen, die brauchen aber auch Nahrung für die Seele. Das heißt also, meine Hoffnung ist, dass wenn ich im Ruhestand bin, viel mehr Zeit habe, einfach dort zu verweilen, wo Menschen sind und zur Verfügung zu stehen. Ja, und damit geben Sie mir das Stichwort für meine Abschlussfrage. Was wollen Sie denn jetzt alles tun, wenn Sie ein bisschen mehr Zeit haben? Haben Sie Hobbys, für die bisher nie genug Zeit war und denen Sie jetzt nachgehen können? Ich freue mich darauf, dass ich eine ganze Reihe von den vielen Büchern, die ich noch nicht gelesen habe, endlich mal anschauen kann. Ich freue mich auf das Kulturangebot in Augsburg und ich freue mich vor allem darauf, viel Zeit zu haben, um Beziehungen zu pflegen, Menschen zu besuchen, die mir im Herzen liegen. Dafür wünschen wir Ihnen alles Gute, Gottes Segen und wir sehen uns wieder. Ich freue mich drauf.